بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ja, ich habe mir gedacht, ich halte mal hier einen Vortrag, den ich meistens vor Nichtmuslimen halte, aber mit sozusagen Kommentaren dazu, was für uns halt wichtig ist, und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, darüber mal im Vorfeld zu sprechen und so ein paar Strategien zu diskutieren, die man da verfolgen kann. Der Titel ist Muslimische Frauen in der gesellschaftlichen Diskussion, wie mit Vorurteilen umgehen. Bilder spielen halt eine ganz große Rolle, das werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist sozusagen symptomatisch das Bild für die dunkle Seite des Islam, wie hier auch der Titel ist, ne? Und die Vorstellung, dass muslimische Frauen also per se unterdrückt sind, ist sehr tief verankert. Als ich einmal so einen Vortrag hatte, also ich werde halt auch oft angefragt auch zu solchen Vorträgen, häufig unter dem Titel Die Frau im Islam. Den Titel lehne ich dann immer erstmal ab, weil das kein sinnvoller Titel ist. Es gibt nicht die Frau und es gibt nicht die eine Interpretation des Islam, deswegen muss es dann mindestens heißen Frauen im Islam oder irgendwie sowas, was ein bisschen differenziert. Und ich habe einmal, bevor ich so einen Vortrag gehalten habe, mir selber überlegt, was ich für ein Bild hatte von muslimischen Frauen, also bevor ich selber eine wurde. Und da kam ich dann auf das Jahr 1988. Da ist dieses Buch erschienen. Das kennt ihr vielleicht auch, ne? Also ist euch schon mal begegnet. Das ist sozusagen nicht mehr eure Generation, das war... Also ich war da 13, als das erschienen ist, und ich weiß noch, dass das in der Schule, ich war in der Realschule, 7. Klasse oder 8. Klasse, und das war ein Riesenthema. Also ganz viele Lehrerinnen haben darüber gesprochen und waren halt sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ob jemand, es gibt noch eine andere Variante dieser Geschichte. Also diese Geschichte ist ja die von Betty Mahmoudi, die von ihrem Mann im Iran festgehalten wurde, geschlagen wurde, zum Kopftuch gezwungen und so weiter und dann geflohen ist mit ihrer Tochter. Das ist ihre Darstellung. Ihr Mann sagt, sie wäre einfach abgehauen. Nicht über die verschneiten Berge zu Fuß und wie sie das in ihrem Buch dargestellt hat, sondern mit Swiss Air direkt nach Amerika. Und der hat auch sogar diese Geschichte verfilmt. Also ihre Geschichte wurde verfilmt in einer Hollywood-Produktion. Die kam dann 1990, glaube ich, raus oder 91. Und seine Geschichte wurde verfilmt in einem finnischen Dokumentarfilm. Und sozusagen, wenn eine Hollywood-Produktion antritt gegen einen finnischen Dokumentarfilm, dann kann man sich vorstellen, welche Variante sozusagen mehr Gehör findet. Wahrscheinlich ist es so, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Das ist ja meistens so bei solchen Geschichten. Aber es war halt einfach eine Geschichte, die auf ein Rieseninteresse gestoßen ist. In Deutschland gab es, Moment, das habe ich aufgeschrieben, gab es 40 Auflagen innerhalb von 3 Jahren. Die deutsche Übersetzung wurde 40 Mal neu aufgelegt. Das war ein Bestseller im englischsprachigen Raum sowieso auch. Und das hat so ein ganzes Genre etabliert, das in der Literatur Schleierliteratur genannt wird. In der Folge waren das dann, also die Heldinnen sozusagen oder Protagonistinnen, die waren dann aber nicht mehr nicht muslimische Frauen, sondern halt muslimische Frauen selber, ne, die unterdrückt werden. Und dann haben wir hier solche Geschichten. Da geht es um einen Ehrenmord in Jordanien. Gefangen in Deutschland, hinter goldenen Gittern gefangen, gefangen im Land des Vaters und das Gleiche nochmal in Grün, der Schleier der Angst. Das sind immer so die, und das ist, also das sieht man ja bis heute, ne? Ich fahre immer da bei Galeria Kaufhof die Rolltreppe hoch und dann hat man den Büchertisch vor sich und dann sieht man meistens so einen Teil da stehen. Und das ist ja nicht gesagt, dass die Geschichten nicht stimmen. Also es gibt sicherlich auch solche Geschichten, die bloß dann halt verallgemeinert werden, das ist halt das Problem. Und in manchen Fällen sind die tatsächlich komplett erfunden. Das war der Fall bei diesem ersten Beispiel, Du fehlst mir, meine Schwester. Das ist immer gut zu wissen. Also solche Sachen muss man sich echt merken, weil das kann man dann so als Beispiel anbringen. Es erschien im Jahr 2004 von einer australischen Autorin. Und da hat dann sie hat es halt als wahre Geschichte verkauft, die sie selber, also wo sie hätte selber diese Frau gekannt und so weiter, die da ermordet wurde. Und dann hat jemand recherchiert und herausgefunden, dass sie nicht in Jordanien gelebt hat zu der Zeit. Also die ganze Geschichte war komplett erfunden. Und das Buch wurde vom Markt genommen tatsächlich, nachdem es wahrscheinlich schon ein paar Mal verkauft wurde. Aber
auch nicht jeder, der es gekauft hat, wird es mitgekriegt haben, ne? Aber solche Geschichten werden tatsächlich auch einfach erfunden, weil es eben einen Markt dafür gibt, der solche Geschichten hören will. Und warum das so ist, dazu kommen wir dann gleich. Was natürlich noch viel problematischer ist als diese, das ist ja sozusagen das noch im Genre Unterhaltungsliteratur, wenn man so will. Ich frage mich immer, wer sich davon unterhalten lässt, aber gut. Was noch schlimmer ist, sind natürlich solche Sachen, Nachrichtenmagazine. Zeitungen sind jetzt nicht so bildlastig, aber auch da hat man das. Und der Spiegel tut sich halt immer mal wieder mit solchen und ähnlichen Covern hervor. Und das hier war das Beispiel vom Focus 2014. Und auch hier ist es sehr interessant, wenn man sich mal die Artikel tatsächlich durchliest. Gut, jetzt in diesem Fall Allahs rechtlose Töchter, da war es halt echt so eine Ansammlung von schrecklichen Geschichten. Aber ganz oft findet man das, dass irgendwas, zum Beispiel allgemein informierende Artikel über den Islam da drin stehen, die gar nicht mal so schlecht recherchiert sind. Aber die Bilder sind halt Katastrophe, ne? Und da kommt dann immer Blut und irgendwelche, weiß ich nicht, Fotos von Demonstrationen in Afghanistan und weiß ich nicht wo. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man so beim Arzt sitzt zum Beispiel und nur so durchblättert, was hängen bleibt, sind ja die Bilder, ne? Und nicht die Texte. Hier, das sind so typische Bilder, ne? Die Frauen mit Kopftüchern in der Rückansicht. Ich meine, das hat natürlich auch rechtliche Gründe, warum Rückansicht, weil man nicht einfach Gesichter so zeigen darf. Aber es ist natürlich schlimm, wenn immer nur die Rückansicht von Frauen und dann meistens, hier geht es ja noch, meistens haben die noch mehr Taschen. Und bei dem anderen halt diese wütenden Männer. Ne? Das ist dann so das Männerbild, was da so rüberkommt. Und es ist ja grundsätzlich so, dass ein Bildredakteur sich ja entscheiden kann, ob er solche Bilder nimmt oder zum Beispiel solche. Ich habe da jetzt einfach mal, die Kübra Gümüşay kennt vielleicht einige, die, weil die halt relativ präsent ist, habe ich jetzt mal ein Bild von ihr genommen. Ne? Da könnte man so ein ganz sympathisches muslimisches Ehepaar mal porträtieren. Das kommt ja nicht vor im Mainstream. Ne? Wenn man jetzt auf Facebook unterwegs ist und man ist mit Muslimen befreundet, dann kriegt man ein anderes Bild. Aber wenn man das nicht ist, dann kriegt man es eben auch nicht.